Brandenburg und Berlin sind eine gemeinsame Gesundheitsregion seit Jahren. Es gibt eine Zusammenarbeit seit vielen Jahren in der Herztransplantation, bei Herzkliniken, in der Unfallchirurgie. Und diesmal wollen wir einen Schritt weitergehen und es soll einen gemeinsamen Krankenhausplan geben ab 2020. Mit dem heutigen Landtagsbeschluss machen wir den ersten Schritt, stärken der Landesregierung den Rücken, dass wir also auf Augenhöhe mit Berlin verhandeln, was die Krankenhäuser betrifft. Unser Ziel ist es, kein Krankenhaus in Brandenburg aufzugeben. Alle Krankenhäuser sollen erhalten bleiben. Für die Krankenhäuser der Grundversorgung heißt das, dass es möglicherweise auch Umstrukturierungen geben wird, zum Beispiel die Vernetzung von ambulanten und stationärer Versorgung. Das ist für uns besonders wichtig. Wir haben im Land Brandenburg 53 Krankenhäuser mit über 27.000 Beschäftigten. Die Krankenhäuser sind also auch ein Arbeitgeber in der Fläche. Unser Ziel ist es, eine flächendeckende Versorgung in ganz Brandenburg zu sichern.